Ja, gehen wir gleich mal rein. Bleibt genug Zeit zu lesen. Laut des Kalenders der Kirche dauert jedes Zeitalter genau 100 Jahre. Im 99. Jahr eines Zeitalters wird anhand der Omen der Name vermutlich des ganzen Jahrhunderts festgelegt oder des nächsten Jahres Was festgelegt. wollt ihr von mir? Ich wollte einfach nur die Perspektive wechseln. Es tut mir leid, dass ich auf dich geklickt habe. Das ist natürlich ganz klar mein Fehler. Finden wir hinter uns irgendwas außer den Gang zurück? Okay, wir können also zurückgehen. Das ist interessant. Wir speichern gleich nochmal, obwohl wir gerade erst gespeichert haben. Gehen wir ein Stückchen vor und werden wahrscheinlich gleich in einen Kampf reinlaufen. Tatsächlich! Ein zorniger Toter! Warte mal, ich kann auch Liliana steuern. Fällt mir gerade so ich auf. Bin soweit. Geh mal kurz dahin und schieß mal auf den da. Ja, drei Leute. Es wird sicherlich möglich sein, das alles zu töten. So, einer ist schon mal tot. Ups, den falsch angeklickt. Schieß ruhig mal weiter. Ja, sieht doch alles ganz locker aus. Gehen wir kurz mal nach vorne ein bisschen. War fast ein bisschen ineffizienter Kampf, weil Alistair und Hallo? Ding jetzt gegen zwei gleich gegen zwei Einzelne gekämpft haben. Lebt da draußen noch jemand? Wartet. Ihr seid keine Wache der Alessa. Kommt ihr von außerhalb des Schlosses? Möglich. Und wer seid ihr? Ja, ich kann euch einen Geheimgang. Es gibt einen Gang? Warum wurde der da nicht benutzt? Wir könnten mittlerweile alle entkommen sein. Ihr geht nirgendwo hin. Das habe ich mich auch gefragt, oder? Vielleicht wollten sie den Aaron nicht im Stich lassen. Das könnte sein, wenn er überhaupt noch lebt. Ich heiße Jawin und bin ein Magier, den Lady Isolde als Hauslehrer für ihren Sohn Connor eingestellt hat. Und dann kam ich in diesen Kerker. Natürlich. Warum? Was habt ihr getan? Das wisst ihr nicht? Ich dachte, jeder wüsste das. Ich habe Aal Eamon vergiftet. Okay, du rückst relativ frei mit der Sprache raus, muss man sagen. Das weiß ich bereits. Ja genau, warum soll ich das nicht sofort töten? Ich bin verdächtig, ich weiß, aber mit den Kreaturen und den Morden im Schloss habe ich nichts zu tun. Als das anfing, war ich schon eingekerkert. Lady Isolde kam mit ihren Männern her und verlangte, ich solle es rückgängig machen. Ich dachte, sie sprach vom Gift und dem Aal. Da hörte ich zum ersten Mal von den wandelnden Leichen. Sie dachte, ich hätte einen Dämon beschworen, um ihre Familie zu quälen und Radcliffe zu zerstören. Sie ließ mich foltern. Ich konnte nichts tun oder sagen, um sie zu beschwichtigen. Ich sollte hier verrotten. Okay. Und warum habt ihr Aal Eamon vergiftet? Es war ein Befehl von Taryn Loghain. Es hieß, Aal Eamon sei eine Bedrohung für Ferelden. Und wenn ich das erledigen würde, würde Loghain mein Problem mit dem Zirkel klären. Ich bin ein Malefiker, ein Blutmagier. Okay. Ihr? Ein Blutmagier? Wirklich? Das hätte ich nie gedacht. Ein Blutmagier. Also das ist gar nicht gut. Ich widmete mich verbotenen Künsten und wurde dafür zum Tode verurteilt. Ich dachte, Loghain gibt mir die Gelegenheit, meine Untaten zu sühnen. Er hat mich hier im Stich gelassen. Alles bricht zusammen und ich bin verantwortlich. Irgendwie muss ich das wieder in Ordnung bringen. Warum braucht ihr Alessa für ihren Sohn einen Magier als Hauslehrer? Das ist eine gute Frage. Vielleicht sind auch Magier sehr gebildet. Hat euch Taryn Loghain selbst angeheuert? Ja, als mich die Templer gefangen hatten, brachten sie mich nach Dannerim, wo ich hingerichtet werden sollte. Dann besuchte mich ein einzelner Mann. Es war der Taryn. Ich hatte schon Gemälde von ihm gesehen. Ich dachte, ich würde hingerichtet, aber er sagte, ich könnte mein Verbrechen sühnen und dem Land dienlich sein. Ja, warum ist genau eigentlich Aal Eamon eine Bedrohung? Er sagte nur, dass Aal Eamon eine Gefahr für die Nation sei. Warum sollte ich Taryn Loghain nicht glauben? Naja, na gut, und warum wollt ihr unbedingt alles wieder gut machen? Darf ich nicht bereuen? Nein. Ich habe im Zirkel einen dummen Fehler begangen. Und der Fehler jetzt war noch viel größer. Ich bin kein schlechter Mensch. Ihr glaubt mir das sicher nicht, aber es ist so. Ich muss meine Tat wieder gut machen. Ich muss es versuchen. Na gut, aber warum braucht ihr, ja genau, einen Magier als Hauslehrer? Connor zeigte erste Anzeichen. Lady Isolde hatte Angst, der Zirkel der Magie brächte ihn zur Ausbildung weg. Connor? Ein Magier? Das glaube ich nicht. Sie suchte einen abtrünnigen Magier von außerhalb des Zirkels, der ihrem Sohn insgeheim beibrachte, seine Begabung zu verbergen. Ihr Gatte wusste davon nichts. Okay, ach so, jetzt verstehe ich. Vielleicht ist ihr Sohn für all das hier verantwortlich. Das kann gut sein, ja.
Warum hat Isolde Angst davor, dass ihr Sohn ein Magier wird? Naja, Magier sind jetzt in diesem Land nicht besonders gut angesehen. Wusste Artemis nichts von den Fähigkeiten seines Sohnes? Nein. Und sie wollte unbedingt, dass er es nie erfährt. Er hätte richtig gehandelt und den Sohn aufgegeben. Und darüber war sie sehr wütend. Wie viel Magie habt ihr Connor beigebracht? Ein wenig, aber er ist noch sehr jung. Er kann nur ganz schwache Zauber wirken. Sicher nichts Mächtigeres. Zumindest nicht absichtlich. Ja, nicht absichtlich, genau. Ich habe darüber nachgedacht. Connor könnte unabsichtlich den Schleier zerrissen haben. Ist der Schleier vor dem Nichts zerrissen, können Geister und Dämonen ins Schloss eindringen. Sind sie mächtig, würde das die wandelnden Leichen erklären. Und da haben wir es auch schon, ja. Ach so, jetzt verstehe ich. Es sollte nie so enden, das schwöre ich. Lasst mich euch jetzt helfen. Der Kleine könnte uns noch nützlich sein. Wenn nicht, lasst ihn gehen. Warum soll er hier gefangen bleiben? Hey, hey, er ist immerhin ein Blutmagier. Ihr könnt nicht einfach einen Blutmagier freilassen. Also lieber umbringen, ihn für seine Entscheidungen bestrafen? Spricht da Alistair oder der Templer? Gute Frage. Der gesunde Menschenverstand. Wir kennen noch nicht mal die ganze Geschichte. Er möchte sühnen. Verdient diese Chance etwa nicht jeder? Ihr meint wohl so wie ihr? Vor dem Erbauer hat jeder eine Chance zur Sühne verdient. Dieser Mann nicht weniger als jeder andere. Ich weiß nicht. Er ist ein Blutmagier, aber die Situation ist ungewöhnlich. Gebt mir bitte eine Chance. Ja, ich tendiere auch tatsächlich gerade dazu, zu Morrigans und Lilianas Meinung, muss ich gestehen. Vorerst bleibt in eurer Zelle. Nein. Wollt ihr es denn wieder in Ordnung bringen? Gute Frage. Ich lasse euch erzählen, aber keine Mätzchen. Ich kann euch nicht Leben zurück hinterlassen. Ach stimmt, ihr wollt es eigentlich in Ordnung bringen, wenn ihr einfach den Sohn töten wollt, ist auch nicht besonders clever. Ich will alle retten, die noch da oben sind. Irgendwas muss ich doch tun können. Du könntest mir gegen die Untoten kämpfen. Ist es dafür nicht zu spät? Nein, es ist eigentlich nicht zu spät dafür. Also es ist schon ziemlich spät, aber egal. Was bitte passiert danach? Das werden wir dann sehen. Wenn ich euch nun einfach gehen ließe. Ja, was ist denn dann? Würde ich bleiben und helfen, so gut ich kann. Vielleicht werde ich mit dem fertig, was hier entfesselt wurde. Das kann vielleicht sein. Vielleicht kannst du das Ganze wieder ein bisschen in etwas bannen, sage ich mal. Weil du bist immer ein Magier. Was passiert danach? Ja, gut. Danach? Werde ich eingesperrt, hingerichtet oder was mit Leuten wie mir eben gemacht wird. Ich will nicht mehr vor dem Zirkel davonlaufen. Ich muss für meine Vergehen einstehen. Das wäre lobenswert, sofern es stimmt. Freut mich, dass ihr es so seht. Was nun? Na gut, ich lasse euch aus eurer Zelle, aber keine Mätzchen. Ihr lasst mich raus. Und dann? Dann keine Mätzchen. Mir egal, seid ihr vielleicht reingestellt? Nö, laufe ich vielleicht nicht mehr sehen, niemals? Oder fließt es eure letzte Chance? Nee, ihr werdet mit mir kommen. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ich möchte helfen, aber ich bin nicht sicher, ob ich euch in eine derartige Gefahr folgen will. Ach, so ist also mit deiner Sühnenbereitschaft. Bettler sollten nicht zu wählerisch sein. Kommt mit mir oder bleibt hier. Das stimmt. Dann helft mir, macht es bitte nicht noch schlimmer. Das ist gut, stimmt, ja. Dann raus, ich will euch nicht mehr sehen. Ja, komm, dann helft mir einfach. Das werde ich nicht, versprochen. Ich werde einen Weg finden, das zu bereinigen. Das hätte er von innen bestimmt nicht gekonnt. Blutmagie, die von Boten der Schule, Kurseintrag, Abtrünnige. Und wir gehen offenbar in Waffenstellung für den Kampf. Sonic Tool, ach, mir ist gerade eingefallen. Wir haben ja, glaube ich, unser Inventar komplett gefüllt, oder? Wird erledigt. Das könnte ein bisschen problematisch werden, wenn ich jetzt anfange, irgendwas zu looten. Ja, Inventar voll, sieht nämlich schon gut aus. Ja, dann können wir es wohl erstmal nicht mitnehmen. Was kann man hier eigentlich machen? Ah, hier drin kann man überhaupt nichts finden, das ist ja super. Und hier? Sehr schön. Ja, sehr schön, ich habe eine Tür geöffnet. Und hier? Gott, hier ist doch nirgendwo irgendwas drin, ist doch egal. Wo ist eigentlich unser Herr Blutmagier hin? 1, 2, 3. Toll, weg ist er. Den Dreckhaufen, eine Notiz, ein Knochenberg. Gucken wir uns mal den Dreckhaufen an. Ein schwacher Wundumschlag, den ich auch mal noch mitnehmen kann. Sonst nichts. Ist er jetzt hier durchgelaufen, hat die ganzen Leute getötet oder was? Kann natürlich auch sein. Da ist eine Notiz. Eine zusammengerollte Notiz. Moment. J. Dann der Kodex. Questbezogen möglicherweise. Nein, ich muss ja echt nochmal klarkommen. Eine zusammengerollte Notiz. Nein, nein.
Nein. Nein. Notizen. Wer ist aber damit? Korrespondenz in Interruptus. Hinweis in Taverne. Einzelfertige Einkaufsliste. Eine Nachricht von Sir Henry. Okay. Wo genau ist die zusammengerollte Notiz? Offenbar nicht hier. Kultur und Geschichte. Ne, das sind einfach nur irgendwelche Einträge. Die Gegenstände. Harvard's Eggs. Nein. Ja, das dazu. Danke für die zusammengerollte Notiz. Gehen wir erstmal weiter. Und töten diesen schlurfenden Untoten. Oder Toten. Ich werde es tun. Und alle machen mit. Oh. Oh. Moment. Ganz kurz mal. Liliana, geh doch bitte mal dorthin. Morrigan, geh doch bitte mal. Ach, du hast meine Spinne verwandelt eigentlich. Warum eigentlich nicht? Spinnengestalt. Genau, dann machst du das schön weiter. Du schießt auf irgendjemanden, das ist ganz gut. Vielleicht auf den da. Du bist vielleicht mal hier drüben hin. Ich habe die Befürchtung, dass wir dem Herrn hier der großen Spinne vielleicht mal helfen müssten. Es sei denn, natürlich, sie stirbt jetzt schon. So, jetzt auf den da. Na komm, es kriegt er wohin, bevor ein weiterer stirbt von uns. Sehr schön, jetzt auf den da. Der schlurfende Tod ist offenbar etwas stärker als der normale Tote. Aber gut, es waren jetzt mal nicht vier Leute. Irgendwie ruckelt es gerade so ein bisschen. Nee. So. Viel besser. Sehr schön. So, schlurfender Toter. Ein Wundumschlag und einen Silberring. Hätte ich gern beides mitgenommen. Mein Inventar ist voll. Bla, bla, bla. Silberring, was bringst denn du an Geld? Kann man natürlich nicht sagen. Bier sind Geschenke. Der geht auf mein Konto. Sollte Morrigan nicht langsam wieder aufstehen? Hallo? Vorsichtiger wären, würde so etwas nicht passieren. Das mag wohl sein. So. Geh mal kurz dorthin. Da hätte es nämlich noch was ich gerade looten könnte. Ich werde es tun. Weitere Wundumschläge, die kann ich offenbar relativ viel mitnehmen noch. Und Helm des Kommandanten, oder? Das hätte ich sehr gerne. Und dafür bekommst du irgendwas anderes. Was haben wir denn? Ein Müllgegenstand, wahrscheinlich jede Menge. Hier Lederhandschuhe, Lederrüstung. Kann man nicht ablegen? Kann man das vielleicht mal. Ja, komm, zerstören. Lederhandschuhe, machst mir den ganzen Lederkram kaputt. Auch nie besetzten Lederkram wird kaputt gemacht. Nie besetzter Lederkram wird kaputt gemacht. Kann wieder ein bisschen Krimskrams mitnehmen. Lederrüstung kommen beide weg. Lederstiefel kommen weg. Noch mehr bla. Lederstiefel kommen alle weg. Und Lederhandschuhe kommen auch weg. Dann kann ich jetzt schon mal das mitnehmen. Und den Ring auch damit mitnehmen. Da bist du. Dann speichere ich das Ganze mal. Guck mal kurz mal an, was du eigentlich für einen Schaden davon getragen hast. Ach, du hast auch noch einen Schaden, stimmt ja. Was hast du denn? Abzug auf maximale Gesundheit, okay. Und du hast Abzug auf Magie. Das ist ja ganz schön dumm. Ja, da würde ich ganz gerne Verletzungsausrüstung verwenden. Verletzungsausrüstung ist vermutlich nicht Handwerk, sondern andere. Das ist was? Haben wir keine Verletzungsausrüstung mehr? Warte mal. Müsste sich ja irgendwo hier befinden. Wir haben offenbar keine mehr. Doch, schwache Verletzungsausrüstung haben wir. Sehr gut. Dann bitte mal anwenden. Benutzen. Hallo? Achso, das kann man nicht hier verwenden, eine Verletzungsausrüstung. Man kann nur mit der schwachen Kammer es auch nicht mehr heben. Das ist sehr schade. Ja, vielleicht kann man wenigstens dir dann wenigstens ein bisschen helfen. Auch das nicht. Eine klaffende Wunde kann man nicht mit einer schwachen Verletzungsausrüstung korrigieren. Das ist ja eher schade. Nein, es geht doch. Man muss nur aus dem Inventar raus sein. Ich hoffe, wir haben jetzt wirklich nur eine verwendet. Wo ist denn schwache? Ja, wir haben wirklich nur jeweils eine verwendet. Sehr, sehr gut. Gut, wir speichern das Ganze nochmal.
Du bist eine Stufe aufgestiegen. Wunderbar, machen wir das doch auch gleich nochmal. Stärke ist immer gut bei dir. 2 Punkte. 3 Punkte. Sehr schön. Weiter. Spezialisierung kann ich noch nicht wählen, obwohl ich hier einen Punkt habe. Okay. Talente für meinen Krieger. Tapferkeit. Das hatten wir gerade schon bei Elster. Wissen wir schon, was es ist. Wir haben ein Verhöhnen. Sein verspottendes Grönen erregt die Aufmerksamkeit. Das möchte ich eigentlich ungern, aber wir brauchen am Ende diesen perfekten Schlag wahrscheinlich. Der Krieger konzentriert sich auf Präzision seiner Schläge, wodurch er vorübergehend einen gewaltigen Impuls auf seinen Angriff erhält. Das ist vielleicht gar nicht mal schlecht. 2 Waffen, Bogenschießen, Waffen und Schild. Nein, 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 nein. Zweihändig. Kann ich gerade nicht anwählen. In dem Fall würde ich tatsächlich Verhöhen machen. Damit wir das demnächst mal auf Befreiung perfekten Schlag gehen können, das nächste Mal. Spielen, speichern und auf zum nächsten, beziehungsweise zum nächsten Stockwerk. Aber vorher mache ich tatsächlich einen Schnitt. Schon mal leid, dass die Folgen gerade ein bisschen kürzer sind. Ich versuche nächstes Mal etwas länger zu halten. Sozusagen als Ausgleich, aber allgemein möchte ich tatsächlich diese Folge etwas länger halten. Aber es ist gerade beim Privatleben ja gerade ganz, ganz schwierig möglich. Entschuldigung, es tut mir auch leid. Wir sehen uns also nächste Woche wieder. Bis denn dann. Ciao, tschüss.